Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, mir ist aufgefallen, dass die letzten Folgen ziemlich verruckelt wieder waren. Es tut mir in der Seele weh. Ich würde euch das gerne ersparen. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ich habe wieder ein bisschen was an den Einstellungen geschraubt. Es ist grausam. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das nervt, wenn man nicht weiß, woran sowas liegt. Yep. So, aber naja. Hilft nichts. So. Ja, waren immer noch bei den Seared Bricks. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ausgerechnet, dass wir 4 Stacks Seared Bricks brauchen. Cool. Ich bekomme aus einem Stack Compressed Cobblestone jeweils, aus einem Compressed Cobblestone jeweils 4 Seared Bricks raus. Das macht nach Adam Riese und Taschenrechner. Ich brauche 64 mal 4 minus 45, die ich schon habe. Hat mir nicht noch irgendwo schon einen fertigen Seared? Ja, wusste ich doch. Mal auch gleich mitnehmen. Also, mal minus 4. Das Ganze durch hier. Auch 51,75 Compressed Cobblestone. Schöne Zahl. Pass auf, Nias, 52 erwischt. 20. 35, 42, 41. Kommt hier auch noch mehr dazu. Wirklich nur 49. Also brauche ich jetzt noch 3. Also 27. Ach ja, irgendwann lerne ich dieses Scheißrezept mal. Aber nur erst irgendwann. Ja, 19 ich überlege Titanium. jedes Mal wieder, wie der Anschluss geht. Ob da erst das Zahnrad, dann die Leitung oder andersrum hinkommt. Und jedes Mal denke ich, ha, jetzt hab ich's, und jedes Mal ändere ich's dann nochmal. Das dauert 3 Jahre, ehe die durchgelaufen sind. Gut, in der Zwischenzeit, wir wissen jetzt, dass hier die Smeltery hinkommen wird. Also reiße ich mal das hier weg. Wie viel Platz brauchst du da jetzt noch für die Smeltery? Die geht da einfach nur nach oben, eine, also bis zu der Decke der Etage. Also sozusagen die Nein, drei ich hoch. meinte, kann ich hier davor noch eine Reihe hinsetzen oder nicht? Nur eine Reihe Fluid Conduits oder was? Nee, also jetzt hier davor noch eine Reihe mit Lava. Das brauche ich. Na, passt doch. Kürzt das Ganze ab, denke ich mal. Ja. Success. Ja. Du kannst übrigens das Pop-up auch abschalten, wenn dich das nervt, ne? Was kann ich abschalten? Das Pop-up, da kommt nicht so ein Pop-up halt, wenn du es bestellst, sondern steht bloß im Chat drin. So, ja, das werde ich bei Gelegenheit mal machen. Übrigens, die Modifikation an dem Programm hat funktioniert. Die FPS-Anzeige und die Entity-Anzeige ist aus. Bei dem Rechner hier wird das keinen Sinn mehr machen. Das ist auch der Grund, falls ihr euch wundern solltet, warum nur noch Scanner aufnimmt. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang erklärt. Hast du? Das, ja, das hatte ich, glaube ich, in der ersten Folge erklärt, Okay, PO2, perfekt. dass dein Rechner abspackt und die neue Hardware leider noch ein paar Tage auf sich warten lässt. Und ich könnte euch aktuell, ich habe es getestet, eine Darstellung von 8 FPS anbieten. Und ich glaube, das Das wollt will ihr nicht. niemand. Okay, jetzt brauchen wir hier wieder ein Stack. Oh gut. Das können wir gleich wieder in den Kochofen packen. Hat er zu tun. So, jetzt geht's nämlich weiter
Die Blast Furnace. Bei der ich immer noch nicht geguckt habe, wie man sie baut. Also die große, die ordentliche, die richtige, die jeder haben will. Ich vermute mal, dass die bestimmt nicht ganz so einfach sein wird. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe Mist gebaut. Verzeihen Sie mir, Werte. Hast du mal wieder vergessen, einen Timer zu stellen? Nö, das nicht. Ist hier unten der Ausfluss an? Ja. Ja. Der schmilzt immer noch das Zeug. Nö, tut er nicht. Der kotzt schon Zero Bricks aus. Okay. Die sehen genauso aus wie das Titan. Mhm. So. Kann den nämlich nicht, weil hier daneben soll ja jetzt die Blast Furnace und da bringt es mir nichts, den von hier drüben zugänglich zu machen. Deswegen muss hier der Eingang hin. Ich hatte dich aber gefragt gehabt, ob ich. Naja, nee, ich musste nur den Eingang auf eine andere Seite packen. Weil ich selber mich vertan hatte, nicht du. Du bist unschuldig, ausnahmsweise mal. Und selten genug vor. Ja, was hab ich denn hier? Flat Lamp, wo kommt die denn her? Blom. Wo hab ich die eingesammelt? So, wie die Engineers. Das Engineers-Tab aussieht, das muss ich mir bei Gelegenheit angucken. Jetzt geht's erste Mal. Gott. 3 Jahre. User in your channel timed out. Oh! Da hatte der Ren wohl einen kleinen Disconnect. Komfortumgedränge. Nicht schön, aber was will man machen? Aber der kommt wieder. Können wir uns sicher sein. Ja, im schlimmsten Fall kommen halt Fossil Bricks zu viel raus, weil mir hier ein paar eingefallen. Das könnte ich dann auch nicht ändern. Werden mir ja nicht angezeigt. Na gut, dann eben nicht. So. Oh, der Ren schickt mir gerade einen Blue Screen of Death. Da hat sich also anscheinend der Rechner richtig verabschiedet. Na, mal gucken, wann er wieder da ist. So. Ich weiß nicht, ob ich das direkt in Blöcke casten. Kann's ja mal testen. Im schlimmsten Fall verhindere ich ein bisschen Material damit. Was ist das jetzt? And Seared Stone. Smelch Restructure Block. Okay, das hilft also nicht. Einschmelzen? Nein, kann man nicht. Verdammt. Na gut, dann. Hat mich ja, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, nur einen Ingot gekostet. Nein, hat mich ein bisschen mehr als einen Ingot gekostet. Ich habe falsch gerechnet. Ich habe mit 144 pro Ingot gerechnet. Oh mein Gott, das werden viel zu viele. Naja, wenn wir in Zukunft mal die Smelchery erweitern wollen, haben wir dann auf jeden Fall mehr als genug Material dafür. Verdammt. Life is life. Und ja, der Cookofen arbeitet schon. Wir haben schon das Creosote-Öl dafür.
Es wird ja langsam. Ach, seht ihr, ich habe ja, während wir auf Screen waren, ich aufgeräumt habe, festgestellt, dass es schon wieder für die nächste Windturbine reicht. Dafür brauche ich nur wieder etwas, um sie draufzustellen, sozusagen. Wir stellen sie heute mal auf 10 Blöcke. Weil ich will nämlich mal was testen. Wenn man, also ich habe mir die hier drüben mal genau angeguckt und stelle fest, dass ich schon wieder am Verhungern bin. Der sagte mir Windausbeute 40%. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, dass es nur, also in Anführungsstrichen nur 40% sind. Ich meine, ich beschäftige mich mit dem Mist fast beruflich. Ich weiß, dass das eigentlich schon relativ viel ist. Aber Frage ist halt, komme ich da drüber? Geht da noch was? Normalerweise würde ich sagen, geht noch was. Aber bei Minecraft bin ich mir da einfach nicht so. Suche ich mir jetzt einfach mal hier den höchsten Punkt aus. Einfach nur for the lols. Da oben komme ich nicht drauf. Dann müsste das hier eigentlich auch gehen. Der Baum kommt ja dann eh noch weg. Genau wie alle anderen. Dieser Helm. Wieso backt der hier so rum? Der wird mir immer wieder im Inventar angezeigt. Kann er eigentlich den Baum mal jetzt schon mal wegschlagen hier? So. Bitte diese schöne Minecraft-Musik. Kommt gut, nachdem man angesagt gekriegt hat, Blood Moon is Rising. Und so ganz die beruhigende Musik, so nach dem Motto, du stirbst, aber mach dir keine Sorgen deswegen. Komm bis 98%, das ist nicht euer Ernst. Jo, das müsste eigentlich reichen. Süß. Das sieht so süß aus mit dem Kleinen. Ah, herrlich. Kommt auch nur auf 31,8%. Kann jetzt natürlich auch an dem kleinen Windrad liegen. Hier an dieser Stelle nicht abstreiten. Aber naja, wir werden sehen, wie dann der direkte Vergleich ist, wenn es soweit ist. Steigleitern hinbauen. Hm. Dass das intelligent gesetzt sind. Weil da ungefähr. Dann brauche ich. Und da. Perfekt. So. Gut, na dann mal gucken. Was da draus? Autsch. Manchmal ist dieser High Jump echt ein Fluch. Wenn man an allem vorbeifliegt, wo man eigentlich landen wollte. Ich weiß, ich könnte das auch in meinem Inventar machen, aber das wäre viel zu einfach. Sehr verrechnet. User joined your channel. Und da ist er wieder. Hallo. Hast du den Bluescreen of Death überlebt? Muss ich gestehen, war mein erster Bluescreen, seit ich Windows 10 habe. Ja. Ich war am Anfang überrascht, dass es überhaupt noch einen hat. Ja, irgendwie ist die Lava-Generation hier jetzt. So, weil hier drüben noch die Transfer-Pipes fehlen. Ja, haben wir noch welche?
bin bei der Lava-Produktion abgestorben. Ich hol mal die Transfer-Pipes aus dem System und mach die mal fertig. Ja, muss nur die Richtung eingestellt werden und oben halt dann die Pipes fürs Befüllen mit dem Cobblestone. Da muss, glaube ich, keine Richtung eingestellt werden, oder? Doch, sonst pumpt das rein. Ach, die Richtung. Direkt. Ja, die Cobblestone-Leitung habe ich jetzt erstmal gelegt. Oh ja. Das ist viel zu viel. Ich denke, du könntest hier eine Reihe weglassen. Oder zwei. Ne, zwei nicht, aber eine kannst du auf jeden Fall weglassen. Also ich weiß jetzt, was die Ursache war für den Bluescreen. Hast du denn wieder angestellt? Ja, aber. Java hat einen Bluescreen erzeugt? Mhm. Ein Ding. Er hat sich praktisch krampfhaft in mit einem Update reingeschoben und damit hat er Java abgeschossen und der hat Windows mitgenommen. Das Windows Update oder Java Update? Java Update, was Windows mitgenommen hat. Muss auch beim Abstürzen. Muss auch mal sein. Nebenbei, während ich das mache, haben wir natürlich immer noch das Problem, dass wir hier immer noch mit diesem Zeug überrannt werden. Hm? Wo werden wir überrannt? Ja, von diesem Crush-Zeug. Ja, da werden wir uns wohl mal irgendwann mit dem Kuh-Schlag mich tot beschäftigen müssen. Ja, mit dem Kuh-Idee, ja, ne? Also wir brauchen dann im Endeffekt. Das ist das Idealste, diesen Crafter Tier 3. Den kann man logischerweise aus dem Crafter Tier 2 herstellen und der Rest ist kein Problem. Der Tier 1 und hier ist der Machine Frame das Problem. Der aus Enderium besteht, Signalum, Machine Bases. Ja, teuer sind, aber das war's auch schon wieder. Und einem Machine Frame. Ordnet. Wofür man einen Assembly Table braucht. Ach ja. Ach, man kann jetzt die Machine Frames auch nur noch aufwerten. Also du musst ein Basic herstellen, damit du draußen Hardened machen kannst. Yep. Das ist ja mies. Wer macht denn sowas? So. Ach Quatsch. Gucken wir doch mal. Stinknormaler Assembly Table ist auch noch nicht das Problem. Bis auf den Rubin. Aber ansonsten prinzipiell kein Problem. Das Problem höchstwahrscheinlich. Och nö, der geht ja auch noch. Halt Dark Steel, okay, gut. Auch mal einen Induction Smelter für oder einen Alloy Smelter. Alloy Smelter wäre mir persönlich lieber. Aber an sich, es fehlt uns halt nur massiv an Rubin. Irgendwie herstellen. Wofür jetzt Rubin schon wieder? Na, für den Assembly Table. Du hast schon gesehen, wo der gebaut werden muss, oder? Ja, aber es bringt und das QID bringt uns nichts, wenn wir die Rubine nicht haben, dann können wir ihn trotzdem nicht bauen. Was für Rubin? Ich habe doch unsere Rezept angeguckt, statt von Rubin. Crafting Table braucht ein Rubin und der Laser für ein Crafting Table braucht zwei Rubine. Ich habe gerade geguckt. Mhm. Ja, dann bei mir das Spiel immer noch startet, keine Ahnung. Dann schlecht. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade gestanden habe und meditiert habe. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Irgendwas hat mich gerade fasziniert.
Ich habe keine Ahnung was. Eine Reihe noch. Wir haben es fast geschafft. Aber da die Zeit schon wieder rum ist, würde ich einfach mal sagen, wir gehen wieder offscreen. Also wir beenden die Folge und offscreen mache ich die Smash wie fertig. Und kümmere mich dann mal darum, dass unsere Erzvorräte, also an dem Crush-Zeug, etwas abnehmen. Das Problem daran ist nur, solange wie hier weiter kräftig gesiebt wird, haben wir da effektiv keine Chance, das wirklich gegen Null zu beenden. Oh, hier wird ja gar nicht mehr gesiebt. Gut. Also haben wir mal eine reelle Chance, das auf Null runterzufahren. Mal gucken. Okay. Dann... ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.